jetzt aber. Yeah. Jetzt klappt's. Rudi, komm. Ja. Es geht los. Ich komm doch gleich. Okay. Rudi ist grad aufgewacht, jetzt wird er dem Schlitten vorgespannt. Ich habe meinen Sack und meinen Bart schon eingepackt. Es geht gleich los, ich stelle fest, ich bin etwas angespannt. In der City-Galerie wird's dann erst richtig interessant. Ich hab kein Geld, ich kann nicht bezahlen, ich bin doch total abgebrannt. Jetzt fällt es mir auf, diese Aktion ist wirklich sehr riskant. Ich beruhige mich selbst, bisher ist doch auch immer gegangen. Weihnachtsmänner fallen in der Weihnachtszeit doch gar nicht auf. Das ist der perfekte Tag für den super guten Lauf. Also steh ich komplett nervös vor dem Shop. Hab eigentlich auch gar keinen Bock. Doch ich brauch noch so viele Geschenke, also sag ich zu Rudi Lock: Den Verkäufer mal bitte auf die Straße und ich geh dann in den Shop rein. Pack alles ein, ich hoffe, mein Sack wird auch genug Platz sein. Auf einmal kommt der Verkäufer rein, verdammt muss das jetzt sein. Und er fragt mich: Was hast du denn da in deinem Sack? Ich krieg sofort den Schweiß aus, bin in Sekunden klitschnass. Ich renne davon, werde abgepasst von den Bullen, jetzt komm ich in den Knast. Alles passt, ich hab nur falsch gepackt, zahl die Strafe und hau ab. Tschüss! Seit diesem Tag ist alles anders, hat sich viel getan. Knast tut nicht gut, das musste ich am eigenen Leib erfahren. Ich baute immer auf, ein Nehmen und Geben. Leute, ich sag es euch, ich bin echt enttäuscht von diesem Leben. Yo, denn seit diesem Tag ist alles anders, es hat sich viel getan. Knast ist nicht gut, das musste ich am eigenen Leib erfahren. Ich baute immer auf, ein Nehmen und Geben. Leute, ich sag es euch, ich bin echt enttäuscht von diesem Leben. Ständig auf der Flucht, ich werde geplagt vom Verfolgungswahn. Ich habe Rudi abgestellt, ab jetzt fahr ich nur noch mit der Bahn. Konnte nicht genügend sparen, um das Ticket zu bezahlen. Habe mich entschieden, einfach schwarz zu fahren. Geht doch auch. Der Schaffner, der kommt durch die Tür. Ein böses Gefühl, das ich verspür. Jetzt gibt er mir einen 40-Euro-Gutschein. Ich denke mir, ja super, na, den löse ich doch gleich ein. Also steig ich aus dem Zug aus, gleich in den Fressnapf rein. Kauf Rudi jetzt mal sein Essen, ich hab ja von der Bahn den Gutschein. Doch dann heißt es auf einmal nein, den akzeptieren wir nicht. Ich glaub, ich werd zum Kleptomane, denn ich bin schon wieder abgezischt. Doch ohne Rudi komm ich nicht weit, werde an der Straßenecke gleich erwischt. Jetzt wird mir statt Milch und Keksen nur noch der Knastfraß aufgetischt. Die Leute nehmen nur und es kommt nicht zurück. Es ging jahrelang gut, diesmal hatte ich kein Glück. Die Leute kümmert's kein Stück, die kriegen's erst an Weihnachten mit. Wenn ich rauskomme, geh ich zur Erbe und hol mir den ganzen Scheiß zurück. Tschüss. Seit diesem Tag ist alles anders, hat sich viel getan. Knast tut nicht gut, das musste ich am eigenen Leib erfahren. Ich baute immer auf, ein Nehmen und Geben. Leute, ich sag es euch, ich bin echt enttäuscht von diesem Leben. Yo, denn seit diesem Tag ist alles anders, es hat sich viel getan. Knast ist nicht gut, das musste ich am eigenen Leib erfahren. Ich baute immer auf, ein Nehmen und Geben. Leute, ich sag es euch, ich bin echt enttäuscht von diesem Leben. Seit diesem Tag ist alles anders, hat sich viel getan. Knast tut nicht gut, das musste ich am eigenen Leib erfahren. Ich baute immer auf, ein Nehmen und Geben. Leute, ich sag es euch, ich bin echt enttäuscht von diesem Leben. Yo, denn seit diesem Tag ist alles anders, es hat sich viel getan. Knast ist nicht gut, das musste ich am eigenen Leib erfahren. Ich baute immer auf, ein Nehmen und Geben. Leute, ich sag es euch, ich bin echt enttäuscht von diesem Leben.